Stefan Sendera und Muri Demir erwartet nach einem beendeten Einsatz ein mysteriöser Strafzettel am Polizeiwagen. So, Kaffee trinken? Das können wir gerne machen. Auf der Wache. Okay. Oh, das ist nett. Ich glaube, du bist hier heute nicht erwünscht. Im Zweifelsfall du oder ich. Das kann ich ja gar nicht. Am Polizeiauto. Im Knöllchen. Falsch parken. Okay. Das sieht allerdings ein bisschen stümperhaft aus, ne? Das sieht ein bisschen stümperhaft aus. Wer hat sich denn so einen Scherz erlaubt? Keine Ahnung. Aber das kennst du eigentlich stimmt. Sonst hätte ich ja gesagt, ob irgendwer hat es dann wahrscheinlich hier. Hast du Feinde hier in der Gegend? Ich eigentlich nicht. Nee. Knöllchen am Streifenwagen geht gar nicht, weil wir haben ein Abkommen mit der Stadt. Also in der Regel, da wird da ein kurzer Anruf erfolgen über einen kleinen Dienstweg. Und dann würden wir den Streifenwagen da abparken, wo er vielleicht nicht stehen darf. Aber wenn wir wirklich mal einen Streifenwagen dort abparken, wo er nicht stehen darf, dann kann die Stadt davon ausgehen, dass es sich um eine brenzlige Situation handelt, wo wir gar nicht anders können, weil wir hier wirklich eine erste Hilfe leisten. Also von daher mit so einem Zettel weg. Oh, guck mal, da ist doch jemand hier vom Ordnungsamt, können wir noch mal fragen. Plötzlich zeigt sich, dass der Polizeiwagen nicht das einzige ungewöhnliche Fahrzeug ist, das an diesem Tag ein Knöllchen bekommen hat. Das ist doch ein Strafzettel, oder? Das ist nicht meine Schrift. Ist nicht meine Schrift. Das moin, moin. Ja, hallo, schönen guten Tag. Hallo. Guten Tag. Hallo. Moin, moin. Guck dir das mal an, das war ein Kinderwagen. Das habe ich nicht gemacht. Ganz ruhig, genau. Ja, aber... Nee. Genau, fahren Sie mal kurz runter. Ja, bevor ich gleich den Regenschirm noch abbekomme. Mit dem Strafzettel. So wie das von außen jetzt aussieht, sind Sie damit nicht einverstanden? Nein. Ich bin völlig bei Ihnen mit dem Hintergrund. Gucken Sie mal, der Kollege hat auch gerade einen Strafzettel und das an einem Polizeiauto, also einen Streifenwagen. Sieht aber gleich aus, ne? Ja, genau aus. Okay. Das ist auch nicht meine Schrift. Ich will Ihnen jetzt nichts unterstellen. Also, haben Sie da sich einen Scherz erlaubt? Nein. Haben Sie nicht? Nee, es ist nicht meine Schrift. Und, okay, mein auch nicht. Ja. Normalerweise sieht auch ziemlich gefälscht aus. Ne? Ja, normalerweise also, haben Sie ja das Emblem von der Stadt oben drauf. Ja, genau. Ne? Beziehungsweise, also, ja, aber trotzdem. Ist es gut. Wir versuchen das Ganze ja aufzuklären, auch in Ihrem Sinne. Sie wollen ja diese 15 Euro nicht bezahlen. Nee, schon gar nicht dafür, an einem Kinderwagen. Und da, am Kinderwagen? Halt mal eben bitte fest. Ja. Am Kinderwagen, sagten Sie? Ja, der war hier im Dach, war der drin. Das wird ja besser. Erst Polizeiauto. Genau, fahren Sie mal jetzt ein bisschen mal runter. Wenn wir alle gemeinsam reden, das klappt dann nicht. Ne? Wir können später alle zusammen singen. Ne? Ja. Gleichzeitig aber nicht gleichzeitig reden. Ich sage, das hört sich ja richtig super an. Erst am Streifenwagen, jetzt im Kinderwagen. Was kommt jetzt noch? Ist noch irgendwer? Ach, an Ihrem Wagen war das auch? Ja, sag ich, an dem Streifenwagen. Okay. Deswegen sind wir auf Sie gekommen, weil wir Sie beobachtet haben. Sind Sie oft hier unterwegs? Das stimmt schon. Ich laufe hier immer die Straße rauf und runter. Das ist mein Gebiet. Das ist Ihr Gebiet. Okay. Haben Sie denn irgendjemand Auffälliges gesehen oder einen Kollege, der sich da irgendwie einen Scherz erlaubt? Ich war quasi gerade fertig, bin da um die Ecke, kam dann wieder und da hat mich die nette Dame dann angegriffen sozusagen. Ein paar Meter entfernt fällt Stefan Sendera und seinem Kollegen Muri Demir ein verdächtiger Mann ins Auge. Hat er auch einen Strafzettel in der Hand oder? Weil der läuft die ganze Zeit auf und ab. Der hat auch welche. Ja, soll ich mal fragen? Warten Sie mal bitte einen Moment. Ja. Genau, warten Sie mal kurz mal hier. Okay. Ja. Wo will er denn hin? Keine Ahnung. Moin, moin, halten Sie mal kurz an. Hallo. Hey, halten Sie mal kurz an. Hey. Ich habe mal eine Frage. Ja, bitte. Eine kurze Frage nur. Ja. Haben Sie auch gerade so ein Ticket hier bekommen? Ja, ich habe es gefunden. Haben Sie gefunden? Darf ich mal sehen? Ja, es lag da vorne auf dem Boden. Lag da vorne. Okay. Achso, das ist ja lustig. Dann müssen wir ruhig mal die Hände aus der Tasche. Ich mag das nicht, wenn man die Hände in der Tasche hat. Er hat sogar einen ganzen Block. Super, einen ganzen Block haben Sie gefunden? Ja, lag da vorne. Lag vorne. Okay, dann nehme ich das mal an mich mal. Ja, wenn das so ist. Ich wollte das eh ins Fundbüro bringen. Warum sind Sie denn jetzt aber weggerannt, als wir gesagt haben, hier Polizei? Also, ich habe Sie nicht gehört, sorry. Nicht gehört? Waren Sie im Gedanken? Ja. Ich habe mir gedacht, wie lange sind Sie schon hier? Vielleicht 10 Minuten höchstens. Haben dann irgendwas etwas beobachten können? Nee, was haben Sie denn in der Tasche? Die sind ja die ganze Zeit am Klappern. Holen Sie mal ruhig mal aus der Tasche mal was raus. Lass uns das davon machen. Dann fragen wir mal die Kollegin vom Ordnungsamt, ob Sie ihn kennen. Ich melde uns mal kurz mal an. Ja. Ja. Arnold für 1628. Hallo. Machst du uns bitte einen Einsatz auf. Rottweiler Straße, Höhe 166. Ja, richtig. Das klimpert die ganze Zeit bei Ihnen. Nichts. Also, hat er den Strafzettel an den Kinderwagen gepackt? Nein, das wissen wir noch nicht. Sie haben nicht informiert, oder? Nein, ganz ruhig. Jetzt, bevor wir jetzt irgendwie falsche Leute hier, ich sag mal, beschuldigen oder wie auch immer. Ja. Kennen Sie sich? Noch nicht.
Okay. Also vielleicht mal gesehen auf meinem Rundgang, aber... Nee, meine Frage zielt dahin, wir haben ihn jetzt mit dem ganzen Block hier angetroffen. War er vielleicht mal beim Ordnungsamt, hat er vielleicht einen Driss drauf und... Also kein ehemaliger Kollege nicht, oder so. Okay. Nee, habe ich nicht gesehen. Tun Sie mir einen Gefallen, bevor Sie immer wieder in die Hände greifen, das macht mich so ein bisschen stutzig. Tun Sie mir einen Gefallen, bevor ich in die Tasche reingreife, greifen Sie mal bitte mal in die Tasche rein und das klimpert mir zu sehr. Nee, ist nur ein Schlüssel. Ist nur ein Schlüssel. Ja. Oder was haben Sie in der anderen Tasche? Nichts, sonst haben Sie gar nichts da. Darf mal kurz mal abtasten? Ja? Ich nehme Ihnen das mal ab. Guck mal, ist das nicht dein Anhänger? Okay, was für ein Anhänger? Bitte? Ich den Anhänger ist das Ihr Schlüssel? Nein, den habe ich da vorne oben. Mein Mann hat nämlich so. Kommen Sie mal kurz mal hier. Das ist der Anhänger von meinem Mann. Das ist der Autoschlüssel von meinem Mann. Woher haben Sie den Autoschlüssel von meinem Mann? Ich habe den Schlüssel plus den Block da vorne gefunden. Beruhigen Sie sich mal. Was ist das für ein Fisch? So haben Sie den gefunden? Haben Sie mir mal gerade nicht gesagt, als ich Sie gefragt habe, was in der Tasche haben und sowas? Ist nur ein Schlüssel? Ja, ist ja ein Schlüssel. Moment. Ja, aber warum sagen Sie uns das denn nicht? Was wollen Sie denn jetzt? Ich habe gesagt, das ist ein Autoschlüssel. Ich wollte das beides ins Fundbüro bringen. Das ist von meinem Fundbüro. Komm, kommen Sie mal. Zwei Sachen, was ich ja nicht nachvollziehen kann. Wenn wir schon hier als Polizisten da sind und ich Sie dann höflich und nett frage, was Sie in der Tasche haben. Ne? Und Sie vielleicht ehrlicherweise sagen, ja, ich habe einen Schlüssel, dann können Sie uns das auch zeigen. Weil wenn Sie mir sagen, ja, ich habe einen Schlüssel, dann gehe ich davon aus, dass es Ihres ist. Und jetzt kommen Sie mit der Variante, das haben Sie gefunden, also diesen Block, was ich jetzt an mich genommen habe, haben Sie gefunden. Und den Schlüssel haben Sie auch gefunden. Ja, ich dachte, das wäre nicht relevant, ich würde das ins Fundbüro bringen. Denken Sie mal gut, ein bisschen manchmal nachdenken, es wäre ein Ticken besser. Ne? So, ist das was, was wir wissen sollen oder wie sollen wir das jetzt alles zuordnen? Also der Schlüssel und der Block, die lagen da vorne. Die lagen da vorne. Okay. Ich bin da vorbeigegangen, habe ich das gefunden. Und im nächsten Moment kamen Sie dann. Haben Sie einen Ausweis? Ja, damit ich auch weiß, mit wem ich spreche. Was machen Sie beruflich? Ich bin Student. Student, okay. Ja. Okay, Herr König. Das dauert mir jetzt alles ein bisschen lange hier. Ja, das dauert mir auch ein bisschen zu lange. Ganz ruhig. Wir sind gerade dabei, es komplett zu ermitteln. Ja? Nicht gleich den Teufel an der Wand malen, deswegen mal ein bisschen mal runterfahren. Wenn ich das mal hier aufgenommen habe, dann können wir dann weiterverfahren. Ja? In der Zeit, wenn Sie immer noch... Wo haben Sie Ihren Mann denn zuletzt gesehen? Ja, mein Mann, der arbeitet eigentlich und ich war jetzt... Waren Sie verabredet oder nein, was? Nein, kann ich weiterarbeiten? Also, oder brauchen Sie mich noch? Ich brauche Ihre Daten, brauche ich noch. Achso, ja, okay, dann warte. Ja, dass Sie die noch kurz geben. Der arbeitet. Wenn Sie ein Kärtchen haben, reicht das auch, können Sie noch ein Kärtchen geben. Aber waren Sie hier verabredet? Nein, überhaupt nicht. Wir zwei waren hier in dem Laden, weil unsere Kinder sind im Kindergarten. Also, wann haben Sie Ihren Mann denn das letzte Mal gesehen? Ja, heute Morgen. Können Sie ihn vielleicht mal telefonisch irgendwie erreichen? Kann man ihn kontaktieren? So, und das heißt... Sie sagen auch, dass Sie die Zettel hier nicht an Autos, sprich Kinderwagen, hier... Nein, keine Ahnung, ich habe den Block, wie gesagt, nur gefunden. Sie haben nur gefunden? Ja. Können natürlich gerne mal so eine Handschriftenprobe abgeben, dann können wir das auch vergleichen. Ob das war aus! Das Mailbox ist aus! Wir sind völlig bei Ihnen. Schauen Sie. Bitte mal ganz mal kurz mal... Mailbox dran! Es wäre schon hilfreich, ja, wenn Sie jetzt keine Panik entstehen lassen. Ja, Sie sind los, keine Panik entstehen lassen. Passen mal auf. Ich gebe Ihnen meine tibetanische Beruhigungskastanie. Nee, da kann bitte, ich nicht, was soll ich bitte denn damit? Einfach runterkommen. So. Also bei allem Verständnis für alle beteiligten Personen, und wir müssen als Polizei großes Verständnis aufbringen, aber wenn da nur gekreischt wird und das bringt uns einfach in der Sache nicht weiter. Wir stellen ja eine polizeiliche Ermittlung an, das dauert natürlich die ein oder andere Minute, aber wenn dann die Frau Ross zum Beispiel halt nur schreit, klar, die hat natürlich jetzt Sorge um ihren Mann, aber wir sind ja dabei, ihn zu suchen. Ich habe ihr dann noch meine tibetanische Beruhigungskastanie gegeben und die gebe ich wirklich nicht jedem und ich glaube, das hat schon ein bisschen gewirkt. Das wird dann zumindest ruhiger. Ich wollte das gar nicht ins Lächerliche ziehen, sondern sie einfach mit dieser Geste ablenken, ja, dass sie ein bisschen runterfährt. Und letztendlich sind wir dem ganzen Jahr dann auch glücklicherweise auf die Spur gekommen. Holen Sie mal tief Luft, das ist immer gut. Ne? Nicht immer gleich an das Negative denken, auch mal ein bisschen positiv denken. Genau, tief Luft holen, mal ruhig. Lassen Sie, deswegen, Sie stören gerade. Also ist wirklich gemeint, Sie stören aber gerade. Lassen Sie uns mal quasi diesen Sachverhalt noch so weit so gut abarbeiten. Ja. Und dann sind wir völlig bei Ihnen und dann können Sie im Prinzip alles erzählen. Ich verstehe Sie. Ja, deswegen, ganz ruhig. Tun Sie mir einen Gefallen, machen Sie das mal kurz. Ja. So, der Kollege sagt, irgendwas beobachtet, irgendwas gesehen. Zeigen Sie mir mal bitte ganz genau, wo es im Prinzip gewesen ist. Ne? Die Aussage des Verdächtigen klingt äußerst unglaubwürdig. Dann nimmt der Einsatz jedoch eine Wendung, die selbst die erfahrenen Beamten sprachlos macht. Hier klopft doch, da klopft doch einer an der Scheibe, oder nicht? Hier, guck mal. Da vorne, der Weiße? Ganz ruhig. Das ist das Auto von Ihrem Mann, ja? Das ist mein Mann. Ja, jetzt tun Sie mir mal einen Gefallen, bleiben Sie mal 2 Meter hinter uns. Nee, wir verstehen das auch noch nicht. Moin, Sie sind wer?
Wie sind wir hier? Schröder, sind Sie? Ja, bist mal kurz bei dem, ich mach meine Tür. Ja, ja? Den habe ich eingesperrt. Den haben Sie eingesperrt? Ja, den habe ich eingesperrt. Moment, kommen Sie mal rein. Weil hier überall Knollen verteilt. Der hat eigentlich für die Knollen da dran gemacht. Sie sind wer? Diese Knollen dran gemacht. Ich bin auf der Auto. Nein, ich habe den erwischt, wie der hier die sind Knollen verteilt. Sind Sie frisch aus den USA eingereist? Oder? Ungefähr, ja. Was haben Sie denn? Wir haben noch gar keine Karnevalzeit. Was haben Sie denn jetzt hier mit dem Hütchen? Ich kann doch andrecken, weil ich will oder nicht? Ja, grundsätzlich spricht auch nichts dagegen, wenn Sie mit dem Karneval hier so rumlaufen oder hier mit so einem Police Officer Mützchen hier rumlaufen. Karneval haben wir noch nicht. Muri, er hat gesagt, er hat ihn jetzt festgehalten, weil er hier auch wieder ein Knöllchen dran gemacht hat. Ne? Der Autobesitzer hat den Möchtegern-Sheriff erneut beim Knöllchenschreiben erwischt und wollte ihn zur Polizei bringen. Dabei hat er seinen Schlüssel verloren, den daraufhin der junge Mann gefunden hat. Wollen Sie mir verraten, ob Sie das gewesen sind? Oder wollen Sie das stillschweigend zu... Wollen Sie? Also ich schreibe ab und zu Leute auf und schicke sie dann dem Ordnungsamt. Warum machen Sie das denn? Dürfen Sie das? Ja. Aus Langeweile machen Sie das? Arbeiten Sie nicht? Sind Sie schon Rentner? Ich bin Rentner, ja. Da kann man ja was anderes Angenehmes machen, statt hier den Leuten Knöllchen zu verkaufen. Ja, gut, ist was anderes, ne? Mag wohl vielleicht lustig sein, aber trotzdem wissen Sie selber, dass Sie im Prinzip sowas halt nicht ausüben dürfen. Ah. Ne? Das ist eine hoheittägliche Aufgabe, ja. Das hat und dementsprechend wird es auch seitens der Polizei oder Ordnungsbehörde etc. pp. Wird das ja auch umgesetzt. Und sowas dürfen Sie nicht. Und wenn Sie sowas dann auch von sich aus Langeweile machen, bewegen wir uns jetzt schon in dem Bereich des Missbrauch. Von? Missbrauch? Ja, Missbrauch von? Ja, von was dann? Ja, überlegen Sie mal. Ach, Amtsausübung zum Beispiel, solche Sachen. Ja. Amtsausübung? Das ist auch eine Form von Amtsanmaßung. Amtsanmaßung. Und Sie stellen ja hier Strafzettel aus, das dann auch noch, die haben wahrscheinlich selber sich gedruckt, das ist dann auch noch eine Urkundenfälschung. Aha. Also von da kaputt. Ja, ehrlich. Gut. Den man ernst nehmen sollte. Ja. Einsicht suchen Muri Demir und Stefan Sindera bei dem selbsternannten Ordnungshüter leider vergeblich. Damit die Situation nicht erneut eskaliert, bekommt der Mann einen Platzverweis. Wenn Sie alleine nach Hause finden, dann würde ich Ihnen jetzt auch sagen, Sie bewegen sich jetzt auf dem direkten Weg nach Hause. Ja. Ja? Und dann sollten Sie vielleicht mal eine Nacht drüber schlafen, aber das, was Sie hier veranstaltet haben, für die Zukunft mal unterlassen.